Ja, hallo und so und herzlich willkommen zurück bei The Rise of the Tomb Raider. Ja, was soll ich großartig sagen? Ich hab's ja die letzte Folge hoffentlich gesehen. Wenn nicht, schaut's euch an. Wenn ja, brav. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Hab in der letzten Folge ja schon erwähnt, ich bin hin und weg und absolut begeistert von dem Game. Ich muss mal schauen. Oh, dieser Geruch. Oh nein. Was sehe ich denn da Wenn jetzt gleich? nicht brennt. Um Gottes Willen, ist das schäbig. Soll man erlösen? Immer so wie der ausschaut, da liegt der Kollege. Ich glaube, es ist zwar jetzt nicht unbedingt die feine Art, aber wenn ich so ausschauen darf, ich darf mir es auch wünschen, dass einer dem Ganzen ein Ende macht, weil das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt Wer könnte das getan haben? Überlebensfähig. Tatsächlich ist er mir überall da ins Blut, aber überall Wasser, Feuer, lauter aufgeborstene. Was zum Teufel ist das? Ich mag da nicht Vierige. Ich glaube, das war's an dieser Stelle mit dem Let's Play. Diese Gefäße, da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Ist ja klar, ich soll das jetzt entzünden, oder was? Okay. Anscheinend sollte ich das machen. Da haben wir Karte. Aktualisieren. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Doch, guck mal. Einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Okay. Ich habe mir gedacht, das ist eine Karte. Es war doch keine Karte. Ne? Zieh's im Hals. Da tut da mal schlucken, aber ganz schön wieder. So, das sind wir mei. Ah, sind eh voll. Das war klar. Wenn ich da jetzt umgeklettert. Ich hab irgendwie ein ganz ein mieses Gefühl da. Wenn ich da jetzt, wenn ich das Ding da unten jetzt nehme, dann geht's da herum sicher rund. Ich kann nicht laufen. Ich kann gar nichts da. Wieder Sequenz. Um Gottes Willen, bitte, bitte lass das gut ausgehen. Hier ist es. Wir haben es gefunden.
Wir haben es gefunden, Leute! Das war klar. Trinity, Sie sind hier. Bestätigt. Hoch da, hoch da, hoch da! Nicht hoch da! Bereit. Sprengsätze legen. Zünde! Los! Das war so klar. Bei mir vor mir! Er schießt die, aber trefft nicht das Paket! Was? Wo ist einer? Komm her da! Ach Gott, das will ich hasse so. Verrekord endlich! Das war's nicht. Wo ist er? Wo ist er? Komm her da! Ich brauche halt meinen Fernbogen, mit dem habe ich viel mehr Kontrolle über den Scheiß. Okay. War's das schon? Nein, das war jetzt eindeutig zu einfach gewesen. Ja, mit Abstand zu einfach. Ich bin vor dem Spiel wesentlich mehr gewesen und die haben mir gedacht, wenn das jetzt zu der Endfight werden hätte sollen, dann weiß ich nicht. Ja, mal gut, ich hab eigentlich alles in die Luft gekriegt, was mit Luft jagen kann. Es kann schon sein, dass das wirklich nicht mehr war. Und nehmen wir das einmal auf alle Fälle mit. Weil ich glaube, dass es hier dann weitergehen wird. Geht schon, verreckt! Ach, Scheiße! Jetzt musst du nicht nachladen, du Biatsch! Okay, was könnte man da alles übersehen? Alles Mögliche. Ich hasse so Stresssituationen in einem Game. Nämlich absolut. Wo ist da eine? Ich will, dass oben und unten alles durchkämmt wird. Sie ist hier. Wenn sie uns entwischt, macht uns Konstantin die Hölle heiß. Toll. Eindringling! Los, ihr Graf! Werde beschossen! Nein! Lade halt noch! Oh Gottes Willen! Haltet sie in Schach! Unterdrückungsfeuer! Weg hier! Nein! Ach! Nahkampf! Nahkampf! Hallo um! Hallo um! Zurück! Wo ist er? Wo ist er? Kannst du aufhören, dass mich du beballerst? Alter Verwalter! Aber Musik ist aus, das heißt... What the Scheiß. Es war trotzdem nur zu einfach eigentlich, wann... Nein, es passt. Ich beschwere mich jetzt nicht. Ich bin nämlich absolut... Es gibt einen ganz gewissen Grund, wieso eigentlich auf meinem Kanal fast keine...
Shooter-Let's Plays kommen, weil ich es einfach nicht kann. Ich bin einfach viel zu schlecht in dem Scheiß. Viel zu schlecht in dem Scheiß. Finden Sie einen Weg aus dem Archiv. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Muss doch hier sein. Ausgänge sichern. Wir müssen das Paket zurückholen. Was ist mit diesen Dingen? Was? Hier, hab sie gefunden. Was? Ich muss auftauchen. Ich kann nicht auftauchen. Ich muss auftauchen. Ich kann nicht auftauchen. Schneller. Schneller. Um Gottes Willen. Das war's. Her mit dem Adler. Ja, nein, sehr klar. Was? Okay, das macht natürlich sich. Das macht natürlich das Ganze ein bisschen einfacher. Ohne Schaden zu nehmen. Ich glaube, das brauchen wir nämlich dann auch bei gewissen anderen kleinen Missionen. Drücken wir mal Q und schauen wir mal. Da ist überhaupt nichts. Wir haben gewisse Höhlen gehabt, da haben wir nicht durchtauchen können, oder? Alter, das Spiel, es macht mich fertig, es macht mich nervlich fertig. Und zwar absolut fertig. Ich hab keine Munition mehr. Achso, da muss ich rauf. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Huch! Ah, das war's schon. Nein, das war's noch nicht. Ist egal, jetzt müssen wir warten bis... Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Genau, die Stützen müssen wir uns krallen. Dann werden wir da ein Stückchen aufgehen und hoffen, dass uns da keiner von der Seite abballert. Weil. Da ist aber jetzt nichts, da ist noch kein Fassel, oder? Ah! Wieso, wo bin ich denn voll? Spinner? Kann ich da überhaupt nichts mehr da? Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ah, okay. Das heißt, ich muss das griechische Feuer selber... Es war zu einfach gewesen, wenn die da unten umeinander schwimmen. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Huch! Und warte mal. Alter, das ist schon, das ist nach meinem Geschmack. Und dann kann ich es mit dem wahrscheinlich ins Wasser ziehen. Hoffe ich halt. Schaut so aus. Nur wie jetzt? Was kann ich jetzt? Kann ich da noch? Ist da schon ein Sog drinnen? Brauche ich da dann nicht mehr? Da geht noch gar nichts. Die muss ich erst... Ha! Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen.
F, dann schneiden wir das einmal durch. Aber das wird... Drücken Sie E zum Schieben. Ja, wo soll das denn hinschieben? Ich muss schauen, dass das Ding, dass die Dinger da oben fliegen. Okay, dann ist das vielleicht doch nicht so einfach, wie ich mir es gewünscht habe. Schauen wir mal, was ist denn das da oben? Nicht wirklich was? Kann ich da irgendwas da? Die Gefäße müssen sich doch irgendwie am Kran befestigen lassen. Ja, und dann? Muss ich das da zuerst umwuchten, oder was? Was ist eh möglich? So. Und schauen wir mal, ob es vielleicht in dieser Zeit gescheiter ist. Nur wie soll ich jetzt das Fassel da drüben aufbringen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ah, Moment. So. Erledigt. Wie um Himmels Willen, Sweetie? Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Na, so auch nicht. Aber... Binden wir da auch gleich noch eins an. Haha. Vielleicht bin ich doch nicht so dämlich, wie ich mir es gedacht habe. Hey. Jetzt kann ich es nämlich da... Hoppala. Wie viel brauche ich denn? Ich glaube, ich brauche nicht mehr zwei oder so. Dann schneiden wir das da. Huch! Au! Und jetzt! Siehst du das? Ciao! Ach! Na toll! Geht das mit dem? Ja, geht mit dem auch. Ich hab schon Angst gehabt, dass ich mit dem jetzt nicht schießen kann. Jetzt brauche ich dann praktisch noch eine, oder? Ja. Ein Fass. Ein Fass brauchen wir noch. Und wenn wir das wieder genauso machen wie jetzt gerade. Ach so. Kann ich. Wieso brennt's denn da? Vor allem, wieso brennt's da blau? Na, eins, ich brauch. Das da. Zack! Und gehen wir mal da. Sehr schön. Und machen wir da auf. Zack! Dann verbinden wir. Das mit dem anderen. Dann schieben wir es. Nein, oder doch, schieben wir es ab, weil es wurscht ist. Tschüss! Huch! Dann holen wir uns den wieder um. Yes! Auf wieder mit dir, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Naja, gut, zum Glück haben wir das gelöst. Es ist schon so geil aufgebaut, es gibt das auch. Gefällt mir das. Ja, aber ich hab gesagt, wie es weitergeht in der nächsten Folge, was mit der Stahlprobe passiert und vor allem, wie lange das der Ausgang noch weg ist oder das Ende, weil wir haben das Artefakt schon. Hätte ich gesagt, der fällt in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play The Rise of the Tomb Raider. Ich war's, euer Eddy, oder bin's noch immer eigentlich. Ein Däumchen war halt noch ganz cool, wenn es mir da lassen tat. Und sonst bleibt mir nicht mehr zu sagen, es hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht mich bald einmal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao wieder.